FAN aktuell, willkommen zur heutigen Sendung. Und das sind die aktuellen Meldungen für Niedersachsen und Bremen im Überblick. In Bremen findet das obligatorische Treffen der Innenminister und Senatoren der 5 norddeutschen Bundesländer statt. Schwerpunkt der diesjährigen Herbstkonferenz wird die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Des Weiteren wird der Sachstandsbericht zum NPD-Verbotsverfahren besprochen. Im Fokus steht zudem die Nachwuchswerbung von Polizisten und Feuerwehrleuten, die stark stagniert. Am Vormittag nehmen hochrangige Vertreter der Bundeswehr an dem Treffen teil. Angela Merkel warnt vor Jobverlusten, sollte es einen Mindestlohn in Deutschland geben. Dafür erntet die Kanzlerin auf dem Bundeskongress der Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie langen Applaus. Sie fordert eine Stärkung der Tarifautonomie. Es müsse aufgepasst werden, dass gerade im Hinblick auf die neuen Bundesländer durch so einen Mindestlohn kein Schaden angerichtet wird. Die stabile wirtschaftliche Lage sei vor allem auch durch Flexibilisierung geschaffen worden. Es gebe derzeit 350.000 Menschen, die auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen seien, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Diese Jobs dürfen laut der Kanzlerin nicht gefährdet werden. Der Mindestlohn ist einer der zentralen Punkte in den derzeitigen Sondierungsgesprächen mit der SPD. Die Zahl der Wildunfälle auf Niedersachsens Straßen steigt an. In der Landesjägerschaft wurden in der vergangenen Jagdsaison rund 30.000 Wildunfälle registriert und damit 1.600 mehr als im Vorjahr. Genaue Angaben über verletzte und getötete Menschen durch Wildunfälle in Niedersachsen gibt es noch nicht. Nach einer vorläufigen Statistik starben bundesweit 20 Menschen. Der Deutsche Jagdverband bezifferte die entstandenen Schäden durch Wildwechsel auf rund eine halbe Milliarde Euro. Niedersachsen setzt die seit Januar geltende EU-Vorgabe zur Schweinehaltung um. Die Richtlinie sei ein echtes Plus für den Tierschutz, ließ das Landwirtschaftsministerium verlauten. Die Neuregelung schreibt vor, tragende Sauen 4 Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor der Geburt der Ferkel in der Gruppe zu halten. Demnach dürfen sie nicht mehr ein Leben lang in Einzelboxen gehalten werden. Fast 2.700 Betriebe hätten auf die Gruppenhaltung umgestellt. Gegen mehr als 60 Betriebe wurden Geldbußen verhängt und 4 Höfen wurde die Haltung wegen Verstößen gegen die Richtlinie komplett untersagt. So die Bilanz des Landwirtschaftsministeriums. Die Erntebilanz in Niedersachsen fällt in diesem Jahr durchwachsen aus. Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse sind die Erträge nicht ganz so gut wie noch im Jahr 2012. Dies gab die Landwirtschaftskammer gestern bekannt. Vor allem Kartoffelbauern sind betroffen. Die Bauern erwarten für 2013 eine Kartoffelerntemenge von rund 4,3 Millionen Tonnen. Dies sind etwa 11% weniger als im letzten Jahr. Das unstete Wetter habe den Landwirten vor allem viele unförmige und deformierte Kartoffeln beschert. Für die Verbraucher wird dies eine Preissteigerung zur Folge haben. Auch die Mais- und Rübenbauern hatten mit den schwierigen Witterungsverhältnissen zu kämpfen. Sie gehen von einem Ertragsdefizit von 15% und 20% aus. Die Gewinner in diesem Jahr sind laut Landwirtschaftskammer die Getreidebauern. Um rund 17% stiegen die Erträge im Vergleich zu 2012. Insgesamt ernteten die Bauern 566.000 Tonnen Getreide. Dies bedeutet aber nicht automatisch ein finanzielles Plus für die Landwirte, so die Vertreter der Landwirtschaftskammer. Durch die Ausdehnung des Anbaus und die Ertragssteigerung bei der Getreideart Roggen gebe es einen Preiseinbruch. Und das waren die Meldungen aus unserer Aktuell-Redaktion. Die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen täglich direkt nach dem Magazin. Jetzt folgt noch das Wetter und direkt im Anschluss stellt Ihnen Eileen Nöske einen sehr interessanten Ausbildungsberuf vor. Seien Sie gespannt. Ihnen weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm. Machen Sie es gut. Tschüss.